Achso, wahrscheinlich. Gib Cashcard zu Anhänger. $42. Klar, wir wollen alles haben. Goldfische, Abdichtband, Schraubenzieher, alles gut. Auf dass du wahre Erleuchtung findest. Na, mal gucken. Oh, und die Musik ist anders. Er freut sich, weil er ein Buch verkauft hat. Lies Buch. Es ist, wie du dein Selbstbewusstsein hebst und die Golfpunktzahl senkst. Was? Es wurde von einem Guru in Nepal geschrieben. Ich lese es später. Ja, kannst du im Flug lesen. Was ist da? Zeitungsautomat. Scheint nicht aufzugehen. Okay, alles im Leben geht weiter mit Geld. Wo ist meine Cashcard? Der hat mir meine Cashcard doch zurückgegeben, oder? Ja, benutze Cashcard mit Zeitungsautomat. Ich brauche keine zu kaufen. Ich lese nur rasch die Schlagzeile. Okay, lies. Zeitungsautomat. Studenten entdecken Riesengesicht auf dem Mars. Das werden die beiden Mädels gewesen sein, hm? Und von dem Marsgesicht haben wir auch geträumt. Und im Mund vom Marsgesicht war eine Karte und da war in der Mitte Atlantis. Das wissen wir auch noch. Aber jetzt Ticket. Benutze Ticket mit Ticketautomat. Für das alte Ticket gab es $260. Was? Ich will kein... Nein. Da? Das Ticket kostet $260. Oh. Okay, also das... Das Ding sollte man nur benutzen, wenn man ein anderes Ziel haben will. Wir gehen jetzt einfach da durch. Ah, okay. Sie sind spät dran. Ich zeige Ihnen Ihren Platz. Sagt sie zu dem Mann mit Nasenbrille und Hut. Und die Mikrowelle kenne ich noch. Ich weiß, was ich mit dieser Mikrowelle tun soll. Okay. Meine Damen und Herren, Sie haben diesen Vortrag schon gehört. Ich mache es kurz. Das ist gut. Wir müssen Eier springen. Ja, ich weiß, was ich sage. Bei einer zu erwartenden Wasserlandung... Was? Wir warten eine Wasserlandung? Können Sie Ihre Sitzkissen als Schwimmhilfe benutzen? Okay. Bei einem Notfall fallen Sauerstoffmasken aus der Decke. Wahrscheinlich. Sehr sympathisch. Genießen Sie den Flug. Ich werde das jedenfalls nicht. Nee, nicht, wenn wir mit der Mikrowelle fertig waren. Dann nicht mehr. So, zu. Und sie lungert bei der Mikrowelle rum. Gut, wir können also nichts machen. Hier ist ihr Essen. Was kriegen wir denn Leckeres? Erdnüsse. Okay. Ich stehe mal auf. Kann ich meinen Sitz öffnen? Ah, meinen Sitz mitnehmen, huh? Nimm Sitz. Das kann ich nicht aufnehmen. Was? Nimm Sitzkissen. Hey, Sie. Das dürfen Sie nicht tun. Du hast gesagt, wir erwarten eine Wasserlandung. Also, gehen Sie sofort wieder auf Ihren Platz zurück. Okay. Jetzt bleiben Sie hier. Garantiert nicht. So, sie ist weg. Öffne Gepäckfach. Klick. Geht nicht. Öffne Gepäckfach. Hey, Sie. Ich sehe ein Muster. Das dürfen Sie nicht tun. Gehen Sie sofort auf Ihren Platz zurück. Okay, wir merken uns das Fach über uns. Können wir komischerweise nicht öffnen. Das Fach hinter uns hat einen Koffer drin, wie er zu erwarten war. Also, nee. Okay, wir müssen sie erstmal ablenken. Komische Frau, schlafender Typ, ältere Frau, öffne Tür. Schließe Tür. Gut. Wir haben Toilettpapier und wir haben ein Klo und ein Waschbecken. Das klingt doch schon mal gut. Nimm Toilettpapier. Benutze Toilettpapier mit Toilette. Das klappt so nicht. Okay, benutze Toilettpapier mit Spüle. Okay, aber das könnte die Spüle verstopfen. Sehr gut. Benutze
Rufknopf? Nein. Benutze Spüle. Schalt ein. Spüle. Gleich läuft's über. Okay, weg hier. Lalala. Benutze Sitz. Dummdi-dumm. Jetzt müssen wir wahrscheinlich warten. Und es ist irre laut. Also ich werde es für euch wahrscheinlich runtergedreht haben, aber das ist irre laut. Also das Flugzeug selber schon, aber auch jetzt die Spüle da. Irgendwie läuft es nicht über. Au. Benutze Rufknopf. Okay. Lauf. Jetzt müssen wir uns nur hinsetzen. Oh. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass wir das waren. Egal. Wir nutzen die Gelegenheit. Nein. Was ist das für eine Schweinerei? Hm. Sabotierte Spülung stranguliert schreiende Stewardess. Sehr schöne Schlagzeile. Aber wir drangsalieren sie mal weiter. Wir öffnen den Mikrowellenherd. Wir benutzen Ei mit Mikrowellenherd. Wir schließen Mikrowellenherd. Wir schalten ein Mikrowellenherd. Und wir fliegen. Benutze Sitz. Und wir achten auf das Ei. Ich will das Ei sehen. Splatter. Okay. Was riecht hier so komisch? Schnell, setz dich, setz dich, setz dich. Oder guck einfach ganz unauffällig die Wand an. Nein! Wer war das? Puh, keine Ahnung. Aber jetzt ist sie beschäftigt, hoffe ich mal. Öffne Gepäckfach. Öffne Gepäckfach. Nix, nix. Öffne Gepäckfach. Ja, sie ist durchgehend am Fluchen. Öffne Gepäckfach. Ha, ich habe keine Ahnung, was ich hier im Flugzeug eigentlich machen sollte. Ah, nimm Sauerstofftank. Also wir haben einen Taucheranzug. Warte mal. Sie hat gesagt, wir erwarten eine Wasserlandung. Zieh an. Tauchanzug. Er ist unangenehm eng. Zieh an. Wo ist Nasenbrille bewerben? Sauerstofftank. Muss vorher die Brille absetzen. Okay. Also Taucheranzug, Sauerstofftank, Hut. Wir sind gut bewaffnet für die Wasserlandung. Öffne Gepäckfach. Kann ich die Sache einfach mitnehmen? Nimm Koffer. Will er nicht. Okay. Nimm unseren Koffer. Besitzer würde das nicht mögen. Ja, Achso, nimm Sitzkissen. Oh, das ist rausgeplumpst. Was ist das? Nimm Feuerzeug. Benutze Sitz. Ha. Nee, wir müssen noch irgendwas machen. Hallo? Waren Sie das? Hinsetzen? Sie reagiert gar nicht auf den Taucheranzug und auf die Sauerstoffmaske. Das ist schon mal sehr professionell. Achso, nimm Toilettenpapier. Ich glaube, wir müssen sie jetzt wieder hierher locken. Benutze Toilettenpapier mit Spüle. Okay, aber das kann die Spüle verstopfen. Richtig. Schalt ein Spüle. Benutze Rufknopf. Ding dong. Und jetzt springen wir aus dem Flugzeug. Ich weiß nicht mehr wirklich, wie es weiterging. Sie will nicht. Du. Da ist was übergelaufen. Könntest du vielleicht? Hm.
Ja, sie will nicht. Ich drück nochmal den Knopf. Da. Benutze. Rufknopf. Oh, okay. Bitte hinsetzen. Jo. Immer doch. So, jetzt haben wir wieder Zugang hier vorne hin. Öffne. Nö. Können wir das Flugzeug kapern? Geh zu Pilot. Öffne. Nee. Öffne Tür. Die Luft würde entweichen. Ja, richtig. Öffne Mikrowelle. Hey, sie. Wieso kannst du mich durch das Ding da durchsehen? Das dürfen sie nicht tun. Okay. Gehen sie sofort auf ihren Platz zurück. Was muss ich noch machen? Ich habe das Sauerstoffgerät. Ich denke, das wird das Wichtigste gewesen sein. Oh, okay. Wir werden gleich landen. Machen Sie zum Aussteigen bereit. Das war ein sehr interessanter Flug. Ah, der Sound ist weg. Sehr gut. Es war eine Freude, Sie an Bord zu haben. Einen schönen Tag noch. So, Seattle. Inzwischen im Geheimzimmer. Oh, baby. I'm a jailhound dog loving me tenderizer rocker in my blue suit. Was? Was machst du gerade, bitteschön? Ich verehre den King. Ja. Hör sofort auf damit. Dein Auftrag ist es, die Maschine zu bewachen, nicht wie ein Idiot zu tanzen. Verzeihung. Es gibt immer noch eine Chance. Eine sehr kleine Chance. Dass jemand das skularische Gerät entdeckt und aktiviert. Okay. Es wäre das Einzige, das uns stoppt. Gut, dass wir als Spieler das jetzt mitbekommen. Natürlich haben wir bald alles unter Kontrolle und machen uns keine Sorgen. Aber bis dahin... Mach gefälligst deine Arbeit. Wie du befiehlst, Boss. Hätte ich jetzt nochmal Jau sagen müssen, dass wir... Oh, Maschine ist aus. Bis bald. Und der tanzt weiter. Die Maschine hat nur zwei On-Knöpfe. Das ist auch ein wenig irritierend. Dip, 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 dip. So. Okay. Da ist ein zweiköpfiges Eichhörnchen. Benutze Erdnüsse. Komm raus. Was ist das zweiköpfige Eichhörnchen? Lass mal nachdenken. Was wäre eine gute Schlagzeile? Wie wäre es mit zweiköpfiges Eichhörnchen greift Boulevardreporter an? Wäre nachvollziehbar. Vielleicht zweiköpfiges Eichhörnchen verschlingt ganz Seattle und Tacoma. Unwahrscheinlich. Gemeiner Boulevardreporter macht zweiköpfiges Eichhörnchen zum Monster. Das wohl eher. Es ist nur ein kleines putziges Eichhörnchen mit zwei Köpfen, das viele Erdnüsse essen will. Ich hasse diesen Beruf. Aber gut, was, gib Erdnüsse zu. Es nahm die Erdnüsse und verschwand. Ja, soviel zu deiner Story. Du hast doch kein Bild gemacht, gar nichts. Warum genau hast du jetzt $260 von deinem Chef ausgegeben, um hierher zu kommen? Die Erde da muss weg.
Benutze Haarnadelschild. Mit losem Dreck. Nach einer anstrengenden Graberei. Punkt, Punkt, Punkt. Also, hätten wir diese komische Aktion mit dem Haarnadelschild nicht vorher gemacht, und ja, das war eine Menge Arbeit, hätten wir die komische Aktion mit dem Haarnadelschild nicht vorher gemacht, hätten wir jetzt zurückfliegen müssen zu seinem Zuhause, da das Haarnadelschild holen und dann wieder hierhin fliegen. Was ganz schön komisch wäre. Warte mal, kann man dem Baum noch einen Ast abnehmen? Nimm einen Ast.